Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture Entspannt im Stress. Mein Name ist Verena Buren, ich bin Psychologin und systemische Beraterin und arbeite seit längerem in der Beratung von DoktorandInnen und habe seit vielen Jahren auch einen Lehrauftrag beim ZFBK für Kommunikation und Konfliktkompetenz und Stressreduktion. Außerdem arbeite ich beim Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik und an der Frankfurt University of Applied Sciences. Ich habe also einiges zu tun und bin daher eine echte Expertin für das Thema Stress. Ja, wie kann man da noch entspannt sein? Wenn ich jetzt nicht so im Zeitstress wäre, würde ich Sie fragen, was verbinden Sie eigentlich mit Stress? Und ich vermute, dass ich dann solche oder so ähnliche Aussagen von Ihnen bekommen würde. Also Panik, Angst, Unruhe, vielleicht Blackout, Vermeidung oder Überlastung. Oder körperliche Symptome wie Schmerzen, Übelkeit, Schlaflosigkeit. In der Regel haben wir also eine sehr negative Sicht auf Stress. Und das ist manchmal gar nicht so günstig. Es gibt nämlich eine amerikanische große Studie von Keller et al., die gezeigt haben, dass Personen, die in den letzten 12 Monaten über sehr viel Stress berichtet haben, auch tatsächlich mehr Symptome, also negative körperliche Symptome berichtet haben. Das ist erstmal ganz intuitiv. Die Studie hat aber auch untersucht, ob sich eine negative Einstellung zu Stress auf die Gesundheit auswirkt. Und da haben wir eben gefunden, dass Personen, die glauben, dass Stress eine negative Auswirkung auf die Gesundheit hat, auch mehr körperliche Symptome aufwiesen. Das heißt, unsere Einstellung ist besonders wichtig. Und besonders schlimm war es für Personen, die berichtet haben, dass sie viel Stress hatten, sehr viel Stress hatten und die glaubten, dass es sich auf die Gesundheit auswirkt. Und da war es sogar so, dass herausgefunden wurde, dass die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, früher zu sterben. Das ist also ein ganz krasser Befund und aber auch der Tiefpunkt der Präsentation. Ab jetzt geht's aufwärts. Ich habe ja auch noch ein paar positive Nachrichten. Zum einen, wir haben Einfluss auf unseren Stress und auf das, was wir tun. Und wir haben auch Einfluss auf unsere Einstellung. Und der erste Schritt, den wir machen jetzt in der Präsentation, ist eine neutrale Betrachtung, nämlich eine Definition. Stress ist also ein Muster spezifischer und unspezifischer psychischer und körperlicher Reaktionen auf interne oder externe Reize. Und verlangt Anpassungsleistung. Interne Reize sind dann eben sowas wie Gedanken oder Einstellungen. Kann aber auch zum Beispiel körperliche Symptome sein. Ja, also Stress ist außerdem eine subjektive Wahrnehmung. Das heißt, ich kann nicht von mir auf andere schließen. Für den einen ist eine Präsentation zu halten der absolute Horror und der andere schüttelt sowas aus dem Ärmel. Jetzt möchte ich Sie zu einer kleinen Zeitreise einladen. Stellen Sie sich vor, wir reisen ein paar Millionen Jahre zurück und Sie sind gerade in der Steppe unterwegs. Es ist ziemlich heiß, Sie sind auf der Suche nach was zu essen. Es wird schon langsam dunkel und plötzlich begegnet Ihnen ein Löwe. Ja, was passiert? Ihr Gehirn reagiert blitzschnell, also noch bevor Sie wirklich wahrnehmen, was da vor Ihnen steht, ist der Blutdruck oben, Ihr Herz pulsiert, die Muskeln sind angespannt und Sie sind voller Energie. Und das ist, die Energie wird bereitgestellt, wenn Sie jetzt nämlich gegen den Löwen kämpfen wollen, brauchen Sie die sofort. Oder wenn Sie jetzt weglaufen wollen, brauchen Sie auch sehr viel Energie. Und das nennen wir Fight-or-Flight-Response. Das heißt, der Körper ist darauf vorbereitet, zu kämpfen oder zu fliehen oder eben sich totzustellen. Das gibt es auch noch. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich dieses Programm ist eigentlich ein geniales Überlebensprogramm. Also das ist eine super Reaktion, die Stressreaktion, weil sie uns ermöglicht, solche lebensbedrohlichen Situationen zu überwinden. Wenn Sie jetzt aber einen Vortrag halten und Ihre Technik nicht funktioniert, dann ist eigentlich diese überschüssige Energie gar nicht immer so sinnvoll.
Das liegt einfach daran, dass sich die Umstände jetzt ein bisschen geändert haben. Nämlich, ich muss jetzt ja nicht weglaufen, sondern mich konzentrieren und einen Vortrag halten. Man kann Stress aber auch wirklich positiv sehen. Sellier hat sogar gesagt, Stress ist das Salz des Lebens. Und er ging sogar noch weiter und sagte, dass ein Körper ohne Stress eigentlich praktisch tot ist. Und nur Tote haben keinen Stress. Also möchte ich Sie jetzt einladen zu einem kleinen Perspektivwechsel. Denken Sie zum Beispiel an ein Date. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache. Und Sie erleben aber auch eine körperliche Stressreaktion. Die wird hier aber eher dann interpretiert als positive Aufregung. Das heißt, es ist eigentlich, kann sich es auch manchmal ganz schön anfühlen, so aufgeregt zu sein. Außerdem fällt es uns unter leichten Stress auch leichter, uns zu konzentrieren, den Fokus zu halten. Wir können sogar in so einen Flow-Zustand kommen, so dass wir quasi die Zeit vergessen. Unsere Motivation kann hochgehalten werden und es kann auch zu mehr Leistungsfähigkeit führen. Da gibt es so eine umgekehrte U-Kurve. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie schreiben eine Prüfung und Sie sind überhaupt nicht aufgeregt. Dann ist Ihnen das Ganze so ein bisschen egal und Sie sind auch nicht ganz so konzentriert. Sie bringen also schlechtere Leistungen. Mit steigender Erregung wird diese Leistung besser. Also dann sind Sie noch ein bisschen fokussierter und mehr dran. Die Produktivität steigt. Aber irgendwann kippt das Ganze. Und wenn Sie zu aufgeregt sind und zu gestresst, dann kommt es eben zu sowas wie einem Blackout und die Leistungsfähigkeit sinkt rapide ab. Das heißt, hier geht es darum, sich eher in so einem mittleren Niveau aufzuhalten. Das Ganze ist jetzt aber bezogen auf sowas wie eine Prüfung, also eher so kurzfristige Events. Langfristig sieht es ein bisschen anders aus. Da müssen wir besonders darauf achten, dass wir immer zwischen Anspannung und Entspannung hin und her schwanken. Das ist dann ganz gut für unsere Leistung. Wenn wir aber keine Entspannungsphasen zwischendrin haben, dann gerät das ganze System irgendwann aus dem Gleichgewicht und Sie rutschen in einen ganz krassen Anspannungszustand rein, weil Sie keine Ruhephasen mehr dazwischen haben. Und das wirkt sich dann eben auch sehr negativ auf Leistung aus und kann bis zur Erschöpfung führen, sodass irgendwann gar nichts mehr geht. Wir sollten also darauf achten, auch Entspannungsphasen in unser Leben zu integrieren. Und systematisieren kann man das ganz gut mit dem folgenden Modell, den drei Ebenen des Stressgeschehens nach Kaluza. Er hat nämlich drei Punkte identifiziert, an denen man Stress ganz gut reduzieren kann. Wenn Sie den Satz ergänzen, ich gerate in Stress, wenn, dann kommen Sie so auf die Spur Ihrer Stressoren. Zum Beispiel, ich gerate in Stress, wenn ich im Stau stehe, wenn ich eine Prüfung habe, wenn ich Streit habe. Dann haben Sie quasi Ihre Stressoren identifiziert. Ich setze mich selbst unter Stress in dem, führt Sie auf die Spur der persönlichen Stressverstärker. Könnte zum Beispiel sein, dass ich mich unter Stress setze, indem ich denke, ich muss perfekt sein, ich darf keinen Fehler machen oder ich darf nicht Nein sagen. Und die dritte Ebene ist die Ebene der Stressreaktion, also dieser körperlichen Reaktion, die auch langfristig, haben wir ja eben gesehen, zu Erschöpfung führen kann. Und da gibt es den Satz, wenn ich im Stress bin, dann. Also dann bekomme ich Migräne, kann nicht mehr essen oder bekomme Nackenschmerzen. Und an allen diesen drei Ebenen können wir ansetzen, wenn es um die Stressbewältigung geht. Auf der ersten Ebene kann ich mich zum Beispiel fragen, welche Stressoren habe ich und welche davon kann ich ändern. Es gibt vielleicht ein paar, die kann ich nicht ändern, aber es gibt dann auch wieder welche, die kann ich sofort ändern oder die kann ich mittelfristig ändern. Vielleicht kann ich mir Hilfe holen oder was delegieren. Und hier geht es auch um praktische Dinge, zum Beispiel Zeitmanagement oder die Arbeitsplatzgestaltung. Also da kann ich ansetzen auf Ebene der Stressoren.
Und das nennen wir dann instrumentelle Stresskompetenz. Bei den persönlichen Stressverstärkern geht es ja um meine eigenen Einstellungen. Und hier geht es darum, sich bewusst zu werden, welche Stressverstärker habe ich und dann eine eher förderliche Einstellung entgegenzusetzen. Also so, dass man das, was man anderen erlaubt, nämlich mal einen Fehler zu machen, sich auch selbst rausnimmt oder sich selbst erlaubt. Und ich kann auch den Fokus auf Dinge setzen, die gut laufen und nicht immer nur um mein Problem kreisen. Und auf Ebene, das ist die mentale Stresskompetenz. Und auf Ebene der Stressreaktion geht es vor allem darum, sich zu fragen, was tut mir gut? Vielleicht Treffen mit Freunden, Spaziergang in der Natur, Sport, Hobbys. Aber auch hier fallen so Entspannungsverfahren drunter. Und da ist es wirklich sehr sinnvoll, solche Entspannungsverfahren zu lernen. Das ist zwar ein bisschen Aufwand, weil man es erstmal lernen muss am Anfang, ist aber eigentlich eine der effektivsten Methoden, diese Stressreaktion runterzubringen. Und es gibt ja auch verschiedene, so dass für jeden was dabei ist. Das nennen wir dann regenerative Stresskompetenz. Also da kommen wir dann in die Ebene der Entspannung und Anspannung. Ja, ich hoffe, dass dieser ganz kurze Vortrag Ihnen schon ein paar Impulse geben konnte. Ich habe auch noch ein paar abschließende Tipps. Der erste Tipp ist eigentlich gar kein Tipp, sondern eher so eine kleine Mahnung. 100 Stressseminare bringen nichts, wenn Sie das nicht selbst verändern wollen. Also die Veränderung kommt von innen heraus und Sie können sich entscheiden, was Sie ändern möchten oder ob Sie es eben so belassen wollen. Aber Impulse von außen können eben sehr hilfreich sein und daher empfehle ich auch, Unterstützungsangebote wahrzunehmen, eben dann doch das Stressseminar zu besuchen oder Beratungsangebote anzunehmen. Und das muss auch nicht immer professionell sein. Man kann sich auch soziale Unterstützung im privaten Bereich suchen. Ja, dann, wenn jetzt größere Blockaden auftreten oder man unter sehr hoher Belastung steht, dann kann es auch sinnvoll sein, eben weitergehende Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel therapeutische Hilfe. Ja, und zuletzt wünsche ich Ihnen, dass Sie geduldig mit sich selbst sind und dass Sie auch gutmütig auf eigene Fortschritte schauen können. Ja, dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wenn man zu entspannt ist, das war dann quasi die erste Grafik, dann führt das eher dazu, dass man ein bisschen zu wenig Energie hat vielleicht und sich nicht so gut motivieren kann für schwierige Aufgaben. Es ist aber sonst jetzt nicht sehr schädlich. Ich denke, es gibt auch Angebote an der Hochschule, zum Beispiel beim Hochschulsport oder beim ZFBK. Aber man kann auch einfach googeln. Also die einfachste Entspannungsmethode ist eigentlich progressive Muskelrelaxation. Da geht es darum, dass man bestimmte Muskelgruppen anspannt und dann wieder entspannt. Das ist auch dieses Prinzip auf und ab. Das empfehle ich eigentlich immer so als Einstieg. Da kann man auch einfach mal bei YouTube oder so eingeben und sich da mal so ein Video anschauen. Dann gibt es autogenes Training, wo es dann ein bisschen schwieriger ist, das zu erlernen, wo es sich aber auch total lohnt. Oder es gibt auch sportliche Sachen, sowas wie Yoga kann auch sehr entspannend wirken. Das sind jetzt so die drei Sachen, die ich am Anfang immer so empfehle, um sich zu orientieren, was einem gefällt.